Die Kleiderpuppe. Was sieht ja schon ziemlich cool aus, muss ich ja sagen. Aber wenn ich jetzt nichts weiteres mehr finden sollte, dann müsste ich anfangen mit den Sachen, die ich habe, etwas zu tun. Ich bin immer noch auf der Suche, ob ich vielleicht noch irgendwas Neues finde. Eigentlich ist es sogar blöd, dass man wieder nach unten gehen kann oder immer noch nach unten gehen kann. Denn umso weiter man gehen kann oder umso mehr Räume man hat... Okay, ungeil. What the fuck? What the crap is going on? Okay, also entweder hat da jemand ganz, ganz üble Verstopfungen oder da ist irgend so ein Monster drinne. Ich tendiere zum Ersteren. Nee, ganz im Ernst. Was zur Hölle geht da in dem Raum vor sich? Die Musik ist weg. Ja, gigantischer Kerzenhalter. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas mit... Ja, umso mehr... Umso größer das Areal ist, in dem man sich bewegen kann, umso schwieriger ist es. Was? Kinder? Kinder? Ich hab jetzt auch eine Kinderhaube, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe eine Kinderhaube. Was mache ich denn damit jetzt? Es sind Haare drin. Es sind Haare drin. Okay. Kann ich das Feuer löschen? Nochmal mit meinem Wasser. Ich meine, ich konnte den Ofen auch löschen mit meinem Wasser. Es macht keinen Sinn, aber es ist trotzdem möglich. Ich will das Feuer nicht löschen. Warum nicht? Ach, Moment mal. Es könnte auch nützlich sein und ich bin mir nicht sicher, ob ich erst noch einmal entfachen kann. Du hast ein Feuerzeug, du hast Öl, natürlich kannst du wieder entfachen. Aber ist das vielleicht... Muss ich hier das Ritual vollführen? Rote Kerze? Nein. Das Becken. Nein. Fackeln wir die Maske ab. Asche? Der eine Ring, um sie zu knechten. Nein. Ich habe jetzt verdammt viele Sachen, aber... Kinderhaare. Können wir die abfackeln? Okay, es riecht ein bisschen komisch, aber... Nee, es geht auch gar nicht. Hä? Achso, ich habe die Maske abgesetzt. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt kaputt? Wir müssen irgendwas mit dem Feuer machen. Das ist mir mittlerweile schon klar. Und wir müssen dort hinten... Oh Gott! Irgendwie reinkommen. Das ist mir auch klar. Und ich verliere ziemlich viel Lebensenergie. Das ist mir mittlerweile auch klar. Hä? War hier nicht die Tür? Ah, hier ist die Tür. Okay. Das Loch steckt ein Schlüssel. Ja, aber wie kriege ich den da raus? Wie kriege ich den da raus? Ich muss ihn ja erst irgendwie da rauskriegen. Das geht ja nicht. Wenn ich das jetzt mache, verliere ich vielleicht den Schlüssel. Gut, wir müssen erst an den Schlüssel kommen. Doch wie zur Hölle kommen wir an den Schlüssel? Womit? Der Kaminschaufel? Nee. Kann man den Schlüssel dann nicht einfach rausnehmen? Wenn man sich hinhockt? Nein. Im Schlüsselloch steckt ein Schlüssel. Wir haben auch keinen Magneten oder sowas, mit dem man den da rausziehen könnte. Okay, ich glaube jetzt... Dachbodentür. Jetzt müsste ich mir nochmal meine ganzen Dokumente durchlesen, denn momentan... bin ich mir gerade nicht mehr so wirklich sicher, was ich noch machen soll. Was ist das denn? Die Decke ist verschwunden? Sie hat sich aufgelöst. Wie eine Wolke. Kaum hatte ich die Maske aufgesetzt, nun kann ich den nächtlichen Mondhimmel sehen. Diese Maske ist wirklich verhext. Oder vielleicht bin ich wahnsinnig und verliere den Verstand. Okay, wo ging das hier los? Ein Buch finden.
Die Kerze neben einem bestimmten Symbol entzünden. Okay, dann könnte das vielleicht unser nächstes Ziel sein. Dafür nehme ich aber die komische Maske, die. Wo ist sie denn? Die Maske des Assassinen. Neben einem heiligen Symbol die Kerze entzünden. Da ist schon eine Kerze, die brennt. Merkwürdige Symbole haben wir aber überall. Ist es wirklich das, was ich tun muss? Ah, kommt ein Bein aus der Wand. Da ist die Puppe wieder. Oh, ausgerechnet da, wo ich jetzt. Okay, ich bin weg. Was? Ich kann nicht gehen? Was? Irgendwas ist passiert? Okay. 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 Wo ist die Kerze? Wo ist die Kerze? Da ist die Kerze. Kerze aufs Bett. Nein. Ist das das Symbol? Nein. Okay. Der Typ mit den Verstopfungen ist wieder da. Ich hau ab. Muss ich dir die Kerze geben? Nein. Alles gut. Alles gut. Ich kann dir eine Apotheke empfehlen. Dort gibt es Rizinusöl. Ah! Ein Arm, der aus der Wand rausguckt. What the. Ich scheine ja irgendwie noch immer was richtig zu machen. Wobei, ob das hier so richtig ist, weiß ich gerade nicht. Aber es passieren auch immer wieder neue Dinge. Oder ist das wegen der Maske jetzt? Sollte ich die Maske wieder absetzen? Ich setze die Maske einfach mal wieder ab. Die Maske ist major ungeil. Wo ist die Maske? Da. Ändert das was? Okay, die Puppe ist weg, aber. Es hat aufgehört. Das ist nur durch diese Maske passiert. Kann ich auch wieder rausgehen, oder? Ja, ich. Ich. Kann ich wieder rausgehen? Das ist merkwürdig. Ich werde nochmal diese Maske aufsetzen. Kann ich mir die Haube aufsetzen? Wessen Haube war das wohl? Ja, sie hat bestimmt meinem Kind gehört. Oder was hat er gesagt? Wessen Haube war das wohl? Wessen Haube das wohl war? Sie muss einem Kind gehört haben. Wahrscheinlich. Setzen wir uns nochmal die Maske auf. Das hier würde ich als besonderes Symbol erkennen. Kann ich die Kerze neben platzieren? Nein, kann ich nicht. Spiegel! Ist auch kein richtiger Spiegel. Dann wäre die Frage, muss ich jetzt überhaupt schon etwas mit der Kerze machen? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich sonst machen soll. Ich kriege die Tür ja nicht unbedingt auf, da hinten. Stuhl. Der Stuhl. Der muss für irgendwas gut sein. Hier ist ein besonderes Symbol. Das Symbol der.
Göttin und hier steht eine Kerze und hier ist keine. Doch, hier ist auch eine. Upsi. Hier sind überall Kerzen. Okay, das ist ein komisches Zeichen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Hier ist auch ein komisches Zeichen. Hier sind auch überall komische Zeichen. Ich soll die Kerzen neben einem komischen Zeichen entzünden. Was könnte mir der Spiegel bringen? Kann ich den Spiegel theoretisch kaputt machen? Nein. Kann ich ihn sauber machen? Nein. Was könnte man sonst mit einem Spiegel machen? Mit den Sachen hier wahrscheinlich gar nichts. Ich gehe nochmal runter mit genau dieser Maske und guck, ob sich unten irgendwie was geändert hat. Oder ich versuche mal die Kerze neben diesem Symbol da anzuzünden, was hier in diesem Raum ist. Oder den Symbolen, die sind ja gleich mehrere. Hier ist eine Kerze. Hier brennen ja überall Kerzen. Was ist, wenn man hier eine Kerze reinpackt? Genau hier, das ist doch das heiligste Symbol von allen hier. Also wenn das kein heiliges Symbol ist, weiß ich auch nicht mehr. Wo ist die? Okay. Okay, okay, das hat schon mal funktioniert. Dieses Symbol war also gemeint. Ich verstehe. Gut. Anzünden. Kerze brennt. Das war der eine Teil. Aber jetzt sollte ich irgendetwas Bestimmtes machen bei diesem Ritual. Der Boden blutet. Der Boden blutet! Und ist ein Busch gewachsen mit Armen. What? Okay, ungeil. Aber ging das jetzt wegen... Ach nee, die Kerze ist runtergebrannt. Ach, das Wachs! Das Wachs! Das Wachs! Das geile Wachs! Natürlich, ich musste mit dem Wachs irgendwas machen. Die Kerze ist runtergebrannt. Natürlich brennt die Kerze runter. Sowas passiert halt, wenn man eine Kerze anzündet, Mickey. Was muss ich mit dem Wachs machen? Ich brauche das Buch. Brauche meine Notizen. Dokumente, nicht die Dokumente. Die Dokumente mag ich nicht. Ich will... Hier. Wo war das? Mit dem Wachs. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Es geht neben einem besonderen magischen Symbol, um das Kerzenwachs mit den Eigenschaften des Blutes einer Frau zu versehen, damit man es für eine gewisse, für gewisse Rituale, ich kann nicht mehr lesen, damit man es für gewisse Rituale nutzen kann. Bis heute, aber was sollte ich mit dem Wachs nochmal machen? Ich sollte damit irgendwas Besonderes machen. Ein weiter. Nein! Nein! Asche aus der Verbrennung, seltsame Elemente auf ihrem Kopf verteilt. Was? Die Symbole des Verlusts und die Zeichen der Erneuerung? Was für Symbole des Verlusts? Die Decke ist verschwunden. Oh, ihr sagt mir nicht, was ich mit dem Wachs hier machen muss. Kann ich es mitnehmen? Rotes Wachs geschmolzen. Super. Sieht fast aus wie ein Blutfleck. Ja, das dachte ich auch zuerst. Okay, 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 okay. Ich kann damit aber irgendwie nichts machen. Oder... Was kann ich damit machen? Kinderhaare rein. Das muss das bringen. Sehr feine Haare. Die Haare eines Kindes. Schmeiß mir Kinderhaare in das rote Wachs.
Ja, Blutfleck, ich weiß. Das geht nicht, oder was? Das bin ich selber hier. Geht nicht. Nein. Asche. Nein. Perle. Perle, aus irgendeinem Grund. Was? Die Perle ist mit rotem Wachs bedeckt. Yes, ich habe was Sinnvolles gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber es fühlt sich an wie Blut. Ich habe eine mit Wachs verschmierte Perle. Was mache ich hier eigentlich? Okay, ich habe eine mit Wachs verschmierte Perle. Was mache ich jetzt mit dem Dingen? Die Dinge der Erneuerung und Dinge des Verlustes sollte man kombinieren. Der Erneuerung, das könnte Asche. Es handelt sich um... Ja, ich weiß, ich wollte die Asche eigentlich nehmen. Ich kann sie jetzt nicht nehmen. Warum kann ich die Asche nicht nehmen? Ring. Nein, Ring ins Wachs tauchen. Nee. Ich bin so kurz davor, Fortschritt zu machen, aber auch so weit davon entfernt. Öl, kippen wir Öl ins Feuer. Pflanzenöl, das könnte mir nützlich sein. Pflanzenöl. Pflanzenöl, ob wir Pfannkuchen machen? Nee, vergessen wir das. Aber Pflanzenöl. Okay. Das Blöde ist, immer wenn man irgendwas Neues macht, verändern sich im ganzen Haus Dinge. Ja, teilweise sinnvolle Dinge, teilweise merkwürdige Dinge, aber ich weiß nie genau, wo sich dann irgendwas Neues auftut. Hier sind hier lauter Hände. War das jetzt sinnvoll, das gemacht zu haben? Ich meine, ja gut, natürlich war es sinnvoll, aber was bringt mir das genau und wo hat sich jetzt was verändert hier in dem Haus? Und habe ich die falsche Maske auf? Rote Perle, sie ist mit rotem Wachs bedeckt. What bringt me dit? Ja, ich weiß, sie mit rotem Wachs bedeckt ist. Aber was soll ich mit dem Ding jetzt machen? Was soll ich mit den Haaren machen? Was soll ich mit der Kapuze hier machen? Beziehungsweise mit der Haube? Dietrich. Kaminschaufel. Ein gusseiserner Schürhaken. Er dient dazu, das Feuer im Kamin zu schüren, ohne sich dabei zu verbrennen. Ja, super. Irgendwas sagt mir, ich muss jetzt wieder nach oben. Okay! 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 Was zur Hölle? Irgendwas sagt mir, ich sollte echt wieder nach oben. Was war das denn für ein Scheiß? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ofentür? Ich will nichts nehmen. Ofentür, mach den Ofen wieder zu. Ich will nicht, dass Hände aus dem Ofen rauswachsen. Das findet sich gar nicht normal. Ich habe da schon welche genommen. Asche eines reinen Herzens. Leider ist sie kaputt. Ja, aber es hat sich wieder irgendwas getan. Aber was ich jetzt nicht verstehe, ganz im Ernst, was ich jetzt nicht verstehe, das ist hier in den Informationen, Dokumente, nee, Notizen. Ist es das hier? Laut einer der Schriften, die ich gelesen habe, haben Anhänger von Elnas Kult, die um jemanden trauerten, Asche aus der Verbrennung seltsamer Elemente auf ihrem Kopf verteilt. Ja, sie haben sich Asche auf den Kopf geschmiert. Das kann ich doch theoretisch auch. Es heißt, man müsse die Symbole des Verlusts und die Zeichen der Erneuerung mit etwas Brennmittel in einem Behälter verbrennen. Ach, so eine... Ach, das ist gar nicht die Asche, die ich habe, oder? Symbole des Verlustes und Zeichen der Erneuerung. Was sind Symbole des Verlustes? Was sind die Zeichen der Erneuerung? Brennmittel könnte Pflanzenöl sein. Und der Behälter könnte hier diese Wanne sein. Einfacher Behälter, der an Ringen aufgehängt werden kann. Der an Ringen aufgehängt werden kann. Okay. Gucken wir, wo wir dieses Ding aufhängen können. Gehen wir nochmal hier rein. Ich weiß auch gar nicht, welche Maske ich aufsetzen soll oder aufbehalten soll. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit durch die Gegend laufe und Dinge nicht sehe, weil ich eine Maske aufhabe, die ich gar nicht aufhaben sollte. Ich
Schwerer Messerschaft, da lag nur was drauf. Aufgehängt an Ringen. Da ist die Puppe. Nicht mehr. Ich wette, ich muss da etwas reinmachen in diesen Behälter. Vielleicht die Perle oder sowas. Ja, oder auch nicht. Aber ich muss das Ding irgendwo dran aufhängen. Auch mit dem zerbrochenen Tisch, der ist jetzt umgekippt, aber sagt mir das jetzt irgendwas. Der Tisch wurde verschoben und seine Schublade geöffnet. Ich bin nicht alleine hier. Ja, ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin. Das habe ich mittlerweile schon oft genug gemerkt. Kann man... Den kann man gar nicht mehr hochziehen, oder? Nee, der ist komplett weg. Das gleiche mit der Saat, das verstehe ich auch nicht so ganz. Diese Tafeln, das könnten doch Elemente der... des Verlustes sein, weil auf den Bildern war doch Verlust zu erkennen. Ja gut, so insgesamt war da Verlust zu erkennen.